19.11. erscheint die PS5 in Europa und wir hatten schon die Möglichkeit, sie auf Herz und Nieren zu testen. Das heißt Spielgefühl, das heißt Controller, Akkulaufzeit, Länge der Kabel, Abwärtskompatibilität, andere Spiele, Grafik, Optik. Wir haben uns das angeschaut und mit wir meine ich natürlich nicht mich alleine, sondern auch meinen Kollegen von der GamePro, Hannes Rosso. Hallo Hannes. Grüß dich. Na, wie geht's dir? Hast du schon taube Finger? Es geht tatsächlich. Also ich habe zwar viel gespielt, aber ich glaube, der Controller ist so angenehm tatsächlich, foreshadowing, dass es eigentlich ganz angenehm ist, damit zu spielen. Spoiler. Ich erkläre noch mal ganz kurz, warum wir jetzt hier jeweils in unseren Büros sitzen. Denn wenn ihr euch erinnert, das Xbox Series X Video haben wir ja im Studio aufgenommen. Aber Hannes ist in Berlin. Und dementsprechend sitzen wir jetzt hier so. Dafür habt ihr auch einen guten Einblick dafür, wie unsere Meetings normalerweise laufen. Ist ja auch was. Tatsächlich, ich sitze sogar im Büro. Also so lebe ich nicht, muss man dazu sagen. Du hast kein riesiges Whiteboard in deinem Schlafzimmer. Nee, tatsächlich, und auch kein R2-D2 Cutout neben mir. Ja. Okay, ist aber nett. Also wir finden das schön, dass du dir so viel Mühe gemacht hast zu dekorieren. Ich habe wirklich bloß eine Mühe gegeben. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal von außen nach innen an, direkt mit der PlayStation 5, also mit der Konsole so an sich. Wie fühlt sich die Konsole an? Was sagst du zum Design und so? Genau, also das Design, der Look, sage ich mal, der bleibt wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig. Das muss man, glaube ich, sagen. Da ist es halt, die Konsole ist halt sehr groß, sie ist wuchtig und sie ist mit 4,5 Kilo, glaube ich, auch relativ schwer. Also deutlich schwerer als die PlayStation 4 zum Beispiel. Und das steht so ein bisschen im Kontrast zum Design. Also halt diese wellenförmigen Flügel an der Seite und all sowas, das macht das irgendwie, das wirkt zwar filigran, elegant, aber in Kombination mit der Größe einfach total unhandlich. Also ich musste die Konsole ja auch immer viele hin und her schleppen und die Konsole richtig anzufassen, ohne dass man das Gefühl hat, man macht die Konsole gleich kaputt, weil man ja diese Flügel angreifen muss und all sowas. Ich finde es persönlich nicht so optimal gelöst, diesen Mix aus groß und wuchtig und filigranes Design. Aber der Look selbst ist eigentlich ganz schick. So ein bisschen Blumenvase-Style, aber mir gefällt's. Ich habe mich dran gewöhnt, sagen wir es mal so. Ja. Weiter nach innen geht's, und zwar geht es um die Benutzeroberfläche. Da hat sich einiges geändert und um das Spielgefühl der PlayStation 5. Hannes, sag doch mal. Ja, also auf jeden Fall, die Benutzeroberfläche sieht halt komplett anders aus. Also jeder Pixel wurde umgedreht. Aber ich muss halt sagen, wer Erfahrung mit der PlayStation 4 hat, wird sich trotzdem gut zurechtfinden. Gerade die Systemeinstellungen, da ist alles so organisiert, wie man es kennt. Der Homescreen ist halt, auch wenn er ein bisschen anders aussieht, funktioniert nach demselben Prinzip, also mit diesen einzelnen Kacheln für Spiele und für Apps. Neu ist das Control Center, das auf dem Knopfdruck quasi auf die PlayStation-Taste, auf dem DualSense-Controller wird das halt so eine kleine Leiste hochgefahren und da hat die wichtigsten Informationen, die man haben möchte, zum Akkustand des Controllers, Netzwerkstatus und alles Mögliche und Downloads auch. Und das finde ich halt nett quasi, ist besser gelöst als bei auf der PlayStation 4, wo ja immer noch eine große Leiste reingeblendet wurde, das heißt, hat viel weggenommen vom Bildschirm, das ist jetzt sehr, sehr schmal und aufgeräumt. Und genau, dann halt dieses Kartensystem, was ja auch neu ist, was mir halt Trophäen tracken lässt. Ich weiß genau, wie viele Sachen ich noch sammeln muss, um ein Spiel durchzuspielen. Oder halt, ich kann mir helfen lassen bei bestimmten, wenn ich nicht weiterkomme oder eine Sache nicht finde, irgendein wichtiges Artefakt, da kann ich mir ein kleines Video angucken. Was aber leider PlayStation Plus exklusiv ist, dafür brauche ich halt so ein Bezahlabo leider. Aber das sind halt sinnvolle Ergänzungen und ein aufgeräumtes Design und das finde ich halt wirklich sehr hübsch. Und ist auf jeden Fall ein Fortschritt im Vergleich zu PlayStation 4. Aber was halt besonders stark auffällt, ist natürlich die SSD der PlayStation 5 und die wirkt auch da. Es ist alles sofort vorhanden. Also es gibt keine Wartezeiten, keine Ladezeiten. Wenn ich mich halt super schnell durch die Menüs klicke, ist alles sofort da. Und das ist so angenehm, sich durch das Menü zu klicken. Allein deswegen möchte ich einfach schon nicht mehr zurück zu PlayStation 4, weil das einfach wirklich so ein Quality of Life Improvement ist. Das ist halt wirklich. Das ist halt, alles, was du haben möchtest, ist sofort im Fingerschnippen da. Und das natürlich halt auch in den Videospielen. Also ich habe auch ganz viel, beispielsweise jetzt Spider-Man Miles Morales gespielt. Und da ist halt auch so, dass es halt wirklich super schnell geht, also die Schnellreise. Also wenn ich von einem Stadtteil in den nächsten möchte, wo halt immer noch halt im Vorgänger halt eine kleine U-Bahn-Sequenz gezeigt wurde, um halt die Ladezeiten so ein bisschen zu kaschieren, gibt's das nicht mehr. Das heißt, ich bin sofort da, innerhalb von nicht mal 2 Sekunden ist das Spiel wieder da und ich kann weiterspielen. Und auch Spiele neu zu starten. Also
nach 5-6 Sekunden bin ich halt im Gameplay drin. Das ist so schnell und das ist halt, allein deswegen ist die PlayStation 5 in Sachen Performance schon so Next-Gen, so, dass ich halt wirklich nicht mehr zurück möchte. Okay, und wo wir gerade schon bei Gameplay sind, du hast ja, Spoiler, auch Spider-Man Miles Morales getestet für uns. Wie ist das? Wie schwingt es sich? Wie sieht es aus? Fangen wir mal an mit, wie schwingt es sich? Schwingt es sich anders als auf der PS4? Genau, also rein von der Gameplay-Mechanik selbst funktioniert das Schwingen halt identisch wie zum Vorgänger. Also man hüpft halt von irgendwelchen Häusern runter, muss im richtigen Moment halt die R2-Trigger dann halt bedienen und dann verschießt er halt die Seile, hängt sich irgendwo fest und schwingt halt durch die Gegend. Ja, Miles Morales ist da halt ein bisschen anders, weil er auch ein anderer Charakter ist als Peter Parker. Das heißt, seine Moves sehen halt ein bisschen anders aus, aber halt vom reinen Spielgefühl ist es halt relativ nah. Was es aber besonders macht, ist halt der DualSense-Controller, weil der liegt natürlich der PlayStation 5 bei und der hat dann halt sowohl das haptische Feedback, also die Art und Weise, wie der Controller vibriert bei bestimmten Aktionen und die adaptiven Trigger, also halt wie der Widerstand ist, wenn ich auf die R2-Taste drücke, um halt diese Seite rauszuschicken. Und das ist halt auf jeden Fall ein spürbarer Unterschied, der für mehr Immersion sorgt. Also wenn ich dann halt wirklich mich durch die Straßenschluchten schwinge, habe ich halt wirklich dann halt durch die Trigger halt das Gefühl, ich habe den genauen Druckpunkt, wann ich jetzt halt also wirklich auf die Millisekunde genau, wann ich jetzt halt mein Seil verschieße. Und macht es viel präziser. Also ich finde halt, dass es viel einfacher, sich gezielt durch die Straßenschluchten da zu bewegen. Und haptische Feedback gibt mir wirklich das Gefühl von den Fliehkräften, die auf mich wirken. Und das spürt man auch im Controller. Da ist auf jeden Fall Wucht hinter und Schwung und all sowas. Und das ist halt schwer in Worte zu fassen. Das muss man natürlich erlebt haben. Aber da finde ich, bringt der DualSense-Controller auf jeden Fall was auf den Tisch, was es vorher nicht gab. Was es wahrscheinlich dann halt auch auf der PlayStation 4-Version nicht gibt, die ich aber jetzt noch nicht gespielt habe. Okay, ja. Und rein optisch gesehen, ich meine, beim letzten Spider-Man gab es ja großen Stress um Pfützen. Jetzt gibt es nicht unbedingt Pfützen, aber Eis, das sehr schön spiegelt und reflektiert. Da sieht man dann schon, was die Next-Gen so leistet, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja, also Spider-Man Miles Morales ist ein Cross-Gen-Titel, also es gibt ihn auch für die PlayStation 4, aber es ist spürbar optimiert für die PlayStation 5 und das ist auch sicherlich die Kernversion der Entwickler gewesen. Und es gibt so eine Handvoll Sachen, wo man klar merkt, okay, das ist auf jeden Fall, das wäre nicht möglich auf der PlayStation 4. Unter anderem das Raytracing, das eher softwarebasiert ist, aber halt trotzdem sieht man halt deutlich, dass sich Miles Morales ständig irgendwo spiegelt, sei es halt nur irgendwelchen Fensterscheiben, wenn er an den Häusern hochklettert oder halt, ja, es spielt ja zu Weihnachten, das ist jetzt kein Spoiler und das heißt, es liegt viel Schnee und alles ist ein bisschen gefroren, das heißt, viele Pfützen, die auch gefroren sind, da kann man sich halt auch spiegeln und dann die Sichtweite ist enorm, also wenn man auf einem großen Gebäude steht, dann kann man halt wirklich halt die anderen. Es spielt halt trotzdem halt nur in Manhattan, aber man sieht trotzdem halt die anderen Stadtteile von New York einfach. Und man sieht halt wirklich die Gebäude und teilweise auch die Lichter. Und das ist halt, man bekommt viel mehr von der Stadt mit als noch im Vorgänger. Aber wirklich so der technische Höhepunkt, was wirklich halt grafisch Spider-Man Miles Morales abhebt, gerade in der PlayStation 5-Version, ist halt, dass wenn du in der Luft bist, entweder wirklich oben auf dem Gebäude hockst oder halt dann wirklich durch die Straßen dich da schwingst und also hoch oben in der Luft bist, siehst du trotzdem alle Details, die unten auf der Straße stattfinden. Also du bekommst dann wirklich das Gefühl von, da sind alle Autos, alle Pfützen, alle Texturen in der höchsten Qualität und alle Passanten sind genauso da, wie sie auch unten wären, wenn du jetzt vor Ort wärst. Und das heißt, dadurch fühlt sich die Welt einfach wie aus einem Guss an. So. Also ich habe nicht das Gefühl, dass nur da hübsch ist, wo ich mich gerade befinde, sondern halt die ganze Stadt ist immer und jederzeit hübsch. Und das fällt auf und das macht sehr viel Spaß. Nochmal ein kurzer Technikeinschub, weil wir ja auch immer auf eure Kommentare gucken, die ihr auf GamePro.de oder auf YouTube hinterlasst. Die PlayStation 5 hat HDMI 2.1, das heißt, sie schafft 4K damit und 60 FPS. Das mitgelieferte Kabel ist auch ein HDMI 2.1 Kabel. Das steht zwar nicht direkt drauf, ist aber so.
Die 1440p schafft es nicht, dafür aber 720p, 1080i, 1080p und 2160p, das sieht man auch in den Einstellungen. Aber weiter geht's, nicht mit den ganz neuen Spielen, sondern mit denen, die vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Es gibt ja auch alte Spiele von der PlayStation 4, die wir auf der PlayStation 5 spielen können, indem wir auch einfach die Discs einlegen. Du hast das zum Beispiel mit God of War versucht, ne? Genau, also ich habe ja natürlich auch eine Handvoll PlayStation 4 Discs zu Hause rumliegen, habe sie dann halt einfach mal eingelegt, testweise gucken, was passiert. Und ja, sie werden erkannt. So, ich habe tatsächlich, muss ich zugeben, die Disc erst falsch rum eingesteckt. Das heißt, das war erstmal ein Umdenken nötig, dass man halt, wie man die Disc tatsächlich reinschieben muss. Also was, es ist nicht so offensichtlich, wie man glauben möchte. Und dann wurden einfach die Spieldaten installiert. Es wurde jetzt kein großes Update noch zusätzlich heruntergeladen. Das heißt, ich konnte auch komplett offline mit der PlayStation 5 auf meine eigene PlayStation 4 Bibliothek zugreifen und einfach losspielen. So, das hat wunderbar funktioniert und das ist auf jeden Fall auch mal eine gute Sache. Grundsätzlich hat ja auch Sony gesagt, also dass 99% der PlayStation 4 Spiele, die es gibt, auch auf der PlayStation 5 laufen werden. Ob es immer gut läuft, das ist eine andere Frage. So, es gibt ein paar Spiele, die werden gar nicht unterstützt, aber es wird offensichtlich auch ein paar Spiele geben, die wohl hier und da vielleicht Probleme machen. Die sind mir jetzt aber mit den Sachen, die ich ausprobiert habe, nicht aufgefallen. Mhm. Ja, genau. Ja. Und dann halt die Spiele, die man halt spielen kann, sind dann halt teilweise halt auch deutlich verbessert. Also jetzt im Falle von God of War war es dann halt wirklich, du kannst dich entscheiden, mehr Performance oder mehr Leistung. Und dann, also du entscheidest dich quasi, möchte ich jetzt eine höhere Auflösung, möchte ich jetzt mehr FPS. Und gerade God of War, so ein actionreiches Geschnetzel da in 60 FPS spielen zu können, das macht einen Unterschied. Und wer auf mich hat so einen Anreiz, da mich nochmal reinzubegeben und mich vorzubereiten auf den zweiten Teil, der ja auch schon angekündigt. Die Frage ist natürlich, wie umfangreich sieht es dann halt da bei den Third-Party-Sachen aus? So, und da liegt es halt dann irgendwo auch an den Entwicklern, ob sie halt den Aufwand machen quasi. Ich denke mal, so große Publisher wie Ubisoft und EA, die werden das halt schon so gut es geht versuchen, für die PlayStation 5 auch zu optimieren. Aber darauf verlassen kann man sich halt nicht. So, da muss man halt gucken. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus und auf jeden Fall muss man seine PlayStation 4-Bibliothek nicht zurücklassen und das ist ja schon mal eine gute Sache. Das stimmt. Für unseren nächsten Punkt habe ich mir ein Prop mitgebracht. Es geht nämlich um den DualSense. Das ist der neue Controller. Wir haben ja eben schon mal kurz drüber gesprochen im Falle von Miles Morales. Das ändert ja viel in Sachen Haptik. Wir haben unter anderem adaptive Trigger und damit meinen wir die hier hinten. Jetzt natürlich seht ihr es nicht, weil die PlayStation ist ja nicht an, ne? Das macht halt immer den gleichen. Aber theoretisch ist halt hier der Widerstand unterschiedlich. Das liegt unter anderem, haben wir ersherlockt an einem Tauchspulenmotor. Wie genau das funktioniert, wissen wir noch nicht, weil wir dürfen sie ja noch nicht aufmachen. Es gibt ja ein Spiel, das hast du eben auch schon kurz erwähnt, das extra dafür da ist, um zu zeigen, was der Controller alles kann, Astro's Playroom. Und ich muss sagen, ich habe das auch gespielt und ich war so fasziniert. Da sind so viele Features drin, von denen ich hoffe, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Vielleicht kannst du mir helfen dabei, das zu beschreiben, weil es gibt ein paar Szenen, man spürt einfach, wo Astro, also der kleine Roboter, drüber läuft. Wenn man über Glas läuft, dann sind die Vibrationen hier drin anders, als wenn man über Metall läuft. Also beim Glas hast du wirklich so einen leichten, hohlen, so einen Klonk. Und bei Metall ist es eher so ein tick, 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 tick. Ich kann das jetzt gar nicht richtig. Ich zeige euch das als Video. Wir haben das aufgenommen natürlich als Gameplay, wo ihr es dann wenigstens soundmäßig hören könnt. Ich hoffe wirklich, dass die Features auch genutzt werden und nicht wie beim DualShock 4 das Touchpad sträflich ignoriert. Ich kann mir auch sehr viele Spiele vorstellen, bei denen sich das wirklich gut anfühlt. Ob wir jetzt bei sowas sind wie einfach einer besseren Trigger-Wahrnehmung sozusagen bei Shootern, aber vielleicht auch, und da bin ich mittlerweile wirklich von überzeugt, der Untergrund beim Rennen. Also auch um zu gucken, ich weiß nicht, ist es jetzt vielleicht ein bisschen Wunschdenken von mir, aber vielleicht auch um zu merken, wie der Reifenabrieb gerade ist, ob der anders ist, weil ich glaube, dass auch das könnte man darstellen. Und jetzt würde ich sagen, werden wir uns noch einer Rapid-Fire-Question-Runde stellen. Und zwar allen Fragen, die wir noch gefunden haben in unseren Kommentaren, die noch nicht geklärt sind. Wie laut ist die PlayStation 5? Sie ist
leise. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also, sie ist natürlich jetzt fabrikneu, sie ist nicht schmutzig, da ist kein Staub drin. Die Spiele, die ich jetzt gespielt habe, ja, die sind grafisch hochwertig, aber wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Aber schaut es jetzt, ist sie sehr leise und super angenehm. Sie läuft jetzt in diesem Moment übrigens gerade. Und es ist halt einfach wirklich angenehm, damit zu spielen. Ja. Wird sie heiß? Das ist ja Sinn und Zweck der Konsole, dass sie auch warm werden soll. Sie muss ja Wärme abgeben. Und das macht sie halt, aber das, was sie abgibt, ist halt lauwarm. Also wirklich unproblematisch, wie ich finde. So, nächste Frage genau an dich, denn du hast ja viel und lange gespielt. Was kannst du zur Akkulaufzeit des Controllers sagen? Ich weiß, wir haben uns noch nicht dahingesetzt und gesagt, okay, bei so und so viel Vibration hält es so und so lange. Das ist ja auch schwer zu sagen, weil Vibration kann man ja auch ausschalten und alles. Aber konntest du gut spielen, ohne zwischendurch das Kabel zu benutzen? Also der Akku ist auf jeden Fall ist der sehr ordentlich und er hält lange durch. Und ich habe dann auch halt quasi den Controller nicht immer am Kabel angeschlossen. Und wenn ich dann halt mal so wirklich so den ganzen Tag jetzt mal, als ich dann halt den Test gemacht habe, Spider-Man gespielt habe, ist mir erst dann halt abends aufgefallen, der Controller ist ja gar nicht angeschlossen. Kurz nachgeschaut und da waren halt immer noch 2 Balken, so von 3. Und ich habe wirklich mit der vollen Unterstützung, mit vollem Beleuchtung auch, weil der leuchtet ja auch bis zum... leuchtet ja auch wirklich sehr viel, der Controller. Und selbst dann hat er sehr lang durchgehalten und ich konnte wirklich damit lange spielen. Wie lang ist denn mein Kabel? Wie lang sind die Kabel, die mitgeliefert werden? Also alle 3 Kabel, die mitgeliefert werden, das sind halt das USB-Kabel für den Controller zum Anschließen, das Stromkabel, als auch das HDMI-Kabel, sind alle 1,50 Meter lang. Easy. Ist nicht optimal, tatsächlich. Also es ist okay, 1,50 Meter mag reichen, wenn man halt hinten einfach die Konsole an den Fernseher anschließen möchte, aber gerade halt das USB-Kabel für den Controller, 1,50 Meter ist sehr kurz. Und wenn ich dann wirklich mich einfach nur auf die Couch flezen möchte, um halt dann, der Fernseher steht halt am anderen Ende des Zimmers, dann, das geht halt nicht. So, das ist halt ein bisschen schade, aber man kann sich ja dann halt auch Sachen nachbestellen oder halt wie man es möchte oder halt sich dann halt direkt das Kabel halt irgendwo an den Strom anschließen, neben sich vielleicht und sowas, aber ja. Mhm. Genau. Wir haben ja eben schon über Astro gesprochen und über Miles Morales. Es geht um die Spiele, die es zum Release gibt. Astro ist schon auf jeder Konsole drauf. Mhm. Spider-Man erscheint ja dann zum Release. Mhm. Und haben wir noch ein paar Freunde, die uns besuchen wollen zum Launch? Ja, das Demon's Souls Remake natürlich. Unser bester Freund. Genau, dass er tatsächlich auch dann tatsächlich PlayStation 5 exklusiv ist. Das ist ja auch was Besonderes. So, da habe ich leider noch keine Möglichkeit gehabt, das zu spielen. Das kommt erst später. Aber pünktlich zum Launch, aber halt, ich habe jetzt noch keinen Zugriff drauf gehabt. Und das ist dann halt interessant zu sehen, wie sich dann halt ein PlayStation 5-Spiel anfühlt und aussieht, das explizit nur für die PlayStation 5 erscheint. Und dann gibt es ja noch Godfall. Das kennt man ja auch, halt diesen Hack-and-Slash-Rollenspiel im Koop. Und das habe ich auch noch nicht gespielt, aber das erscheint ja parallel auch für den PC. Ist aber PlayStation 5, also konsolenexklusiv, sag ich mal. Genau. Ja, und ansonsten natürlich halt große Third-Party-Releases wie Watch Dogs gibt es ja aktuell. Watch Dogs Legions kann man halt spielen. Assassin's Creed Valhalla vor allen Dingen, also da gibt es einige, die halt pünktlich zum Launch verfügbar sind. Dirt 5 auch als Racer, wenn man mal sagen möchte, okay, ich probiere mal jetzt mal diesen DualSense mit dem Racer aus, das geht auch. Und also ich finde persönlich in so einem Vergleich zur PlayStation 4 ist es auf jeden Fall zum Launch ein deutlich stärkeres Aufgebot an Spielen da, was aber auch halt an der Abwärtskompatibilität liegt. Also die Cross-Gen-Titel kannst du einfach halt spielen, so, und dann halt auch teilweise dann umziehen, so damit. Und das ist halt wirklich, finde ich, ganz angenehm. Letzte Frage, die wir eben schon halb beantwortet haben, es geht um die Stabilität des Kunststoffständers. Wir haben schon gesagt, eigentlich okay, wenn sie gerade steht, nur ist sie halt sehr lang, weswegen ihr Schwerpunkt halt ein bisschen anders ist. Wenn sie liegt, ist das aber eine andere Sache, ne? Genau, also wenn man sie hinlegen möchte, also horizontal, dann geht das natürlich auch. Aber im vertikalen Zustand kann man den Standfuß quasi mit einer Schraube befestigen am Boden der PlayStation 5, um sie halt festzuhalten. Natürlich geht das halt im horizontalen Zustand nicht. Man kann ja keine Schraube durch die weißen Flügel ziehen. Das heißt, die PlayStation liegt mehr oder weniger auf diesen Standfuß auf. Und das ist ein bisschen flexibel, das heißt, rein theoretisch kann man dann halt mit dem Finger draufpacken auf die PlayStation 5 und sie wobbelt so ein bisschen.
seltsam, so. Aber ja, sie liegt halt quasi und das passt auch und das funktioniert. Aber auch da so ein bisschen von, also so richtig fest und sicher ist es halt irgendwie auch nicht. So. Und das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen, glaube ich, halt die Krux mit dem Design, was so ein bisschen elegant und filigran sein soll. Aber da muss man halt dann ruhig vielleicht da halt die Abstriche machen. Ja. Mhm. Okay, dann danke ich dir recht herzlich, Hannes, dass du dir die Zeit genommen hast. Du musst ja wahrscheinlich auch noch ordentlich weiter Artikel und Tests für GamePro.de schreiben, wo ihr alles zu den neuen Konsolen findet. Macht euch gefasst, in den nächsten Wochen, wir haben jede Menge Tests für euch, wir haben Specials für euch, Deep Dives in diverse Themen. Dann verabschiede ich mich jetzt schon mal von dir, Hannes, vielen lieben Dank. Mhm. Und wenn ihr noch mehr zu PlayStation 5 sehen wollt, könnt ihr es natürlich auch hier bei YouTube. Wir werden in den nächsten Tagen auch Tests veröffentlichen oder eben auf GamePro.de. Vielen lieben Dank.